5 die Beratung des Antrags der Union mit dem Titel Reformen in der privaten Krankenversicherung im Interesse der Versicherten jetzt angehen. Hier ist auch eine Dauer von 39 Minuten für die Aussprache vereinbart. Und ich bitte Sie, die Plätze einzunehmen. Und ich eröffne die Aussprache. Ich eröffne die Aussprache und ich erteile das Wort für die Unionsfraktion dem Kollegen Dr. Carsten Brotesser. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die schlechten Nachrichten für die Ampel reißen leider nicht ab. Neben den rezessiven wirtschaftlichen Daten, die wir diese Woche vernehmen mussten, mit einem sinkenden Bruttoinlandsprodukt im zweiten Jahr in Folge, versuchen Sie, den Bürgerinnen und Bürgern mit der Wachstumsinitiative und dem Jahressteuerpaket die trüben Aussichten mit vermeintlichen Steuererleichterungen zu versüßen. Spätestens Anfang des neuen Jahres werden aber die meisten Menschen auf ihren Gehaltsabrechnungen schockiert feststellen müssen, dass die vermeintlichen Erleichterungen durch massiv steigende Sozialbeiträge wieder aufgefressen werden. So werden voraussichtlich auch 2/3 der Privatkrankenversicherten mit einem Anstieg von 18% ihrer Prämien zum 1. Januar 2025 rechnen müssen. Im Schnitt müssen dann Privatversicherte mit monatlichen Beiträgen von rund 623 Euro rechnen. Als Hauptursachen sind die gestiegenen Leistungsausgaben im Krankenhausbereich und die gestiegenen Personalkosten durch die gesetzlichen Vorgaben für Pflegekräfte zu nennen. Allerdings, und darauf zielt unser Antrag, steht die Tarifstruktur der privaten Krankenversicherung seit mehr als 15 Jahren still. Sie wurde gesetzlich kaum verändert. Was sind die Gründe dafür? Die politischen Ziele der damaligen Koalitionspartner in der Großen Koalition waren so unterschiedlich, dass man sich lediglich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen konnte. Und die Folge? Die notwendigen Reformen der PKV blieben auf der Strecke, und das zulasten der Versicherten. Heute erleben Millionen Privatkrankenversicherte unregelmäßige Beitragsanpassungen. In einzelnen Jahren gibt es kaum Veränderungen, doch dann kommt der Schock, zweistellige Prozentsteigerungen, die vor allem diejenigen belasten, die nicht beihilfeberechtigt sind. Diese sprunghaften Anpassungen sind für die Versicherten nur schwer kalkulierbar und machen eine verlässliche Finanzplanung für die Menschen nahezu unmöglich. Daher sind wir alle gefordert, den Versicherten diese Verlässlichkeit, das Vertrauen und auch die Bezahlbarkeit in die Krankenversicherung sicherzustellen. Warum erleben wir diese extremen Beitragssprünge? Der Grund dafür sind die sogenannten auslösenden Faktoren im Versicherungsvertrags- und Versicherungsaufsichtsgesetz. Beitragsanpassungen dürfen demnach nur erfolgen, wenn festgelegte Schwellenwerte überschritten werden, etwa bei Abweichung der Sterbewahrscheinlichkeit oder steigenden Kosten für Versicherungsleistungen. Das führt dazu, dass Kosten über Jahre hinweg aufgestaut werden, bis dann plötzlich eine massive Beitragsanpassung erfolgen muss, die die Versicherten hart trifft. Hinzu kommt, dass der Faktor Zins, also die Entwicklung auf dem Kapitalmarkt, derzeit keinen Einfluss auf die Beitragsanpassungen haben. Und in Zeiten niedriger Zinsen, wie wir sie in den letzten Jahren erlebt haben, verschärft das die Problematik nur weiter. Auch beim Thema Alterungsrückstellung sehen wir große Defizite. Bei einem Tarifwechsel innerhalb eines Versicherungsunternehmens werden die Altersrückstellungen nicht vollständig angerechnet, sondern oft zur Beitragsminderung aufgebraucht. Was auf den ersten Blick nach einer Entlastung aussieht, führt langfristig zu massiven Beitragsanpassungen. Ein weiteres wichtiges Thema ist der gesetzliche Zuschlag auf PKV-Beiträge. Dieser Zuschlag, eingeführt im Jahr 2000, soll helfen, Beitragsanpassungen ab dem 65. Lebensjahr zu reduzieren. Doch seit 23 Jahren wurde dieser Zuschlag nicht mehr an die gestiegene Lebenserwartung und das höhere Renteneintrittsalter angepasst. Hier gibt es dringenden Reformbedarf, um die Versicherten langfristig zu entlasten. Und schließlich gibt es auch im Bereich der Sozialtarife erheblichen Nachholbedarf. Der Standardtarif für ältere Versicherte, der Entlastung bietet, ist nur für diejenigen zugänglich, die vor dem 1. Januar 2009 in die PKV eingetreten sind. Jüngere Versicherte, die in finanzielle Not geraten, müssen stattdessen den Basistarif wählen, der oft teurer ist und für sie keine echte wirtschaftliche Entlastung darstellt.
Manchen Vorurteilen zum Trotz möchte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es sich bei den Versicherten in der PKV keineswegs nur um besser verdienende Angestellte handelt. Man denke beispielsweise an die Gruppe der Selbstständigen oder der Rentenbezieher, denn auch die haben einen Anspruch darauf, dass man ihre sozialen Belange im Blick behält. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zeit für Reformen in der privaten Krankenversicherung ist überfällig. Wir brauchen eine Beitragsverstetigung für die fast 9 Millionen Privatversicherten und damit eine verlässliche und planbare Kostenentwicklung. Wir brauchen Reformen bei den Sozialtarifen, damit Menschen in Notlagen besser geschützt werden. Und wir brauchen eine Anpassung des gesetzlichen Zuschlags, um den demografischen Wandel adäquat zu berücksichtigen. Die Umsetzung dieser Vorschläge kostet den Staat keinen Cent und macht das Gesundheitssystem ein Stück weit stabiler und stärker. Es gibt daher eigentlich keinen erkennbaren Grund, warum sie von der Regierung nicht aufgegriffen werden und umgesetzt werden. Es ist an der Zeit, die PKV krisenfest und zukunftssicher zu machen für alle Versicherten. Darum bitten wir um Unterstützung für unseren Antrag. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort Armand Zorn. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Preisschock für 2025. Kostenexplosion bei der PKV. Massive Preiserhöhung, mehr als 18%, Ausrufezeichen. Solch schockierende Schlagzeilen haben in den letzten Wochen in mehreren Medien die Runde gemacht. Und da wundert es nicht, dass die Union jetzt mit einem Antrag um die Ecke kommt und hier verspricht, Privatversicherte zu entlasten. Aber schauen wir mal genau hin, was im Antrag steht. Im Antrag fordert die Union mehrere Punkte. Erstens beispielsweise eine Beitragsverstetigung, in dem die Schwellenwerte für auslösende Faktoren abgesenkt werden. Zweitens, die Zinsschwankungen sollen ausreichen, um dafür zu sorgen, dass PKVs ihre Beiträge erhöhen dürfen. Und drittens, was ich besonders spannend finde, eine Flexibilisierung des gesetzlichen Zuschlags, was auch immer damit gemeint ist. Das alles soll laut Titel des Antrags dazu führen, dass die Interessen des Versicherten besser gewährleistet werden können. Aber das Gegenteil ist der Fall. Zum ersten Punkt. Im Schnitt sind Privatversicherte deutlich wohlhabender als gesetzlich Versicherte. Können wir uns zumindest darauf einigen. Im Schnitt. Ihre Einkommen und ihr Vermögen sind in der Regel höher. Also für Sie ist also nicht entscheidend die Ungleichmäßigkeit, sondern was entscheidend ist, ist die Gesamthöhe der Beiträge. Und in dem Antrag selbst schreiben Sie, dass es deutlich wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass die Beiträge nicht steigen. Und Sie geben ja selbst zu, dass eine Verstetigung nicht dazu führen würde, dass die Gesamthöhe der Beiträge sich ändert. Und deswegen erreichen Sie das entsprechend. Herr Zorn, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Antje Tillmann? Nein. Doch wenn Versicherte schneller und kleinen Schritten mehr zahlen sollen, dann muss man auch feststellen, dass die heute weniger Geld in der Tasche haben. Das führt dazu, dass das Geld entsprechend nicht investiert werden kann. Das führt aber auch dazu, dass die Zinserträge, die entstehen könnten, entsprechend nicht bei den Versicherten landen, sondern bei der Versicherung. Und deswegen schaden sie am Ende eigentlich diejenigen, die sie unterstützen wollen. Ich mache weiter mit dem zweiten Punkt. Und dann sagen Sie, dass bereits bei den Zinsschwankungen sollen nach Vorstellung der Union die Beitragssätze erhöht werden können. Höhere Zinslagen und damit höhere Erträge aus den Kapitalstöcken der Versicherer sollen zu einer Beitragssenkung führen. Das ist in der Theorie, kann man das so annehmen, aber in der Praxis relativ naiv, weil wir wissen nämlich Verhaltensökonomie wissen wir, dass Erhöhungen durchaus weitergegeben werden und Senkungen in der Regel nicht stattfinden. Deswegen ist das auch ein weiterer Punkt, was typischerweise dazu führen wird, dass es zulasten der Versicherten stattfinden wird. Und das ist ein Punkt, den wir weiterhin nicht unterstützen. Zum dritten Punkt. Ich komme zum dritten. Beruhigen Sie sich, Herr Kollege, alles wird gut. Ganz ruhig einatmen, ausatmen, alles wird gut. Zum dritten Punkt. Die Union will den gesetzlichen Zuschlag flexibilisieren, aber nicht genau definiert, was sie sich eigentlich darunter vorstellen, dass dieser Zuschlag flexibilisiert werden soll. Und der gesetzliche Zuschlag ist ein Schutzmechanismus, wofür wir lange gekämpft haben, wofür in der Politik wir lange und Sie haben dazu auch beigetragen, dafür gekämpft haben und dafür zu sorgen, dass die Beitragssätze nicht am Ende des Lebens disproportional erhöht werden.
dies zu flexibilisieren, könnte also dazu führen, dass entweder die Beitragssenkung für die jungen Leute deutlich senken würde, das könnte man begrüßen, hätte aber auch die Folge, dass eventuell im Alter die Beitragssätze entsprechend steigen könnten. Und deswegen unterstützen wir das nicht. Und deswegen muss man am Ende hier feststellen, anhand dieser drei Punkte, sie würden alle dazu führen, dass nicht die Interessen der Versicherten hier gewährleistet wären, sondern dass es mehr im Interesse der Versicherer. Deswegen diesen Antrag können wir in so einer Form nicht unterstützen. Dabei gibt es durchaus sinnvolle Möglichkeiten, um Versicherten tatsächlich zu helfen. Und wir haben einen Vorschlag, die Einführung der Bürgerversicherung, in dem alle einzahlen. Das ist die Lösung, das ist der richtige Weg, wenn wir nach vorne gehen wollen. Eine Bürgerversicherung hätte viele Vorteile. Erstens einen gerechteren Zugang zu einer besseren medizinischen Versorgung für alle. Zweitens, durch eine breitere Mitgliederbasis könnten wir dafür sorgen, dass die Beitragssätze für alle senken würden, sowohl für die gesetzlich Versicherten als auch für die Privatversicherten. Und wer zusätzlich zu der Bürgerversicherung weitere Leistungen in Anspruch nehmen möchte, hätte noch die Möglichkeit, über private Zusatzversicherungen sich abzusichern. Und diese mit der einmaligen Wechseloption würden wir somit auch dafür sorgen, dass Privatversicherte ihren schmerzhaften Beitragssätze entkommen können. Das halten wir für eine gute Lösung. Das ist das, was die SPD fordert. Das ist das, was auch die Grünen fordert. Und das ist, was die meisten Menschen sich in diesem Lande wünschen, eine bezahlbare medizinische Versorgung, wo es am Ende keinen Qualitätsunterschied gibt, wo alle in einen Topf einzahlen, wo es am Ende keinen Unterschied macht, ob man gesetzlich oder privat versichert ist und wo man am Ende eine gleich gute medizinische Versorgung bekommt. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns daran arbeiten. Lassen Sie nicht für einige wenige eine gute Lösung finden wollen, sondern wir wollen dafür sorgen, dass am Ende alle Menschen davon profitieren, dass es eine gute medizinische Versorgung für alle gibt. Und bei diesem Antrag muss man leider feststellen, dass er bestenfalls die Interessen der Versicherung berücksichtigt, aber nicht der Versicherten. Vielen Dank. Kai Gottschalk für die AfD-Fraktion ist der nächste Redner. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer, liebe Kollegen, ich muss die Rede wieder umstellen, weil besser kann man natürlich nicht Ideologie und Ahnungslosigkeit unterstreichen wie der Kollege Zorn. Als Hinweis, man kann tatsächlich bei den Versicherungen nicht so arbeiten wie Sie, schlampig beim Haushalt. Da gibt es die Deutsche Aktuarsvereinigung und die überprüft ziemlich genau, wie die Prämiensätze nach oben oder nach unten zu regulieren sind. Sie haben eben Sätzen 6 demonstriert, die Sie gar keine Ahnung haben zu dem Thema, zu dem Sie gesprochen haben. Aber zu meiner Rede. Zu meiner Rede. Es war ja wieder klar, dass Sie dann Ihren ideologischen, muss man ja sagen, Müll hier absondern an dieser Stelle und wieder für die Gleichmacherei sind. Wir haben 9 Millionen privatversicherte Menschen in diesem Lande. Und es ist auch gut so, dass wir diese haben, denn diese tragen zu einem Mehrumsatz im Jahr 2023 von 11,7 Milliarden Euro bei, ohne die es viele Praxen sowohl auf dem Land als auch in der Stadt gar nicht mehr geben würde. Das muss man den Menschen sagen. Viele ihrer Ärzte müssten nämlich dicht machen, wenn es die bösen Privatversicherten nicht mehr gebe. Das ist auch die Realität, liebe Damen und Herren auf der Tribüne. Das betrifft Sie ganz massiv. Und was diese Parteien hier da wollen, ist ein Anschlag auf die Versorgungssicherheit bei Ihnen vor Ort, meine Damen und Herren. Und es ist gut so, dass die CDU diesen Antrag im Interesse der Privatversicherten einbringt, aber auch im Interesse derjenigen, die mit dem Gedanken, und da kann ich Sie alle nur ermutigen, zum Umstieg in die PKV spielen. Das Grundübel ist aber auch wie hier, das muss man sagen, natürlich die überbordende Bürokratie. Wir haben Verordnungen und Gesetze wie das Versicherungsvertragsgesetz an vielen Stellen sehr überholt. Ich weiß noch, wie schwierig es war, digitale Unterschriften für den Vertragsabschluss zu gewinnen. Das Versicherungsaufsichtsgesetz, die VO betreffend der Aufsicht über die Geschäftstätigkeit in der PKV. Aber was war denn da, liebe Kollegen, von der jetzigen Schuldenkoalition mit Abbau von Bürokratie? Und eins muss man auch sagen, im Gegensatz zu Ihrer Finanzierung wird in der GKV regelmäßig eine entsprechend Alltags- und Altersrückstellung vorgenommen. Mittlerweile belaufen sich die auf über 300 Milliarden Euro. Und das ist doch in Wirklichkeit auch Ihr Gedanke. Sie wollen an diese 300 Milliarden, um Ihre marode
gesetzliche Krankenversicherung entsprechend zu sanieren. Das ist doch der wahre Hintergedanke, warum Sie für die Bürgerversicherung sind, meine Damen und Herren. Machen Sie sich doch mal ehrlich. Kommen wir also noch mal zu dem, man muss sagen, wirklich hervorragenden Antrag der Union. Die Schwellenwerte, das ist eben bei der Sterbewahrscheinlichkeit, ich weiß, das tut weh, es ist schön, dass Sie jetzt dazwischen rufen, sowie bei den Abweichungen der realen von den kalkulierten Versicherungsleistungen absenken, sodass wir eben schon früher, und das hatte eben der Kollege Brotesser sehr treffend formuliert, Beitragsanpassungen und zwar regelmäßig, gleichmäßig entsprechend vornehmen können. Ein weiterer Aspekt ist ins Spiel gekommen, der Zins. Ich könnte jetzt wieder über die missglückte Europolitik, die nämlich auch bei Versicherungs Unternehmen vieles einer langjährigen Kalkulation durcheinandergebracht hat, entsprechend und das niedrige Zinsumfeld ins Spiel bringen. Möchte ich an der Stelle aber nicht. Auch hier hat der Kollege Brotesser den Ball im Tor sozusagen versenkt. Es ist aber auch noch zu nennen der Paragraph 204 VVG. Auch dieser ist kontraproduktiv, denn besser wäre es, ich habe es ja eben gesagt, wenn wir über Alters, über die Beitragsrückstellung reden, dass wir Teilauflösungen vielleicht ermöglichen und diese nicht auf einmal an dieser Stelle vornehmen. Und insoweit wären auch hier sehr gute Erleichterungen für die Versicherungsnehmer möglich. Last but not least zum Thema, die Zeit läuft mir da leider davon, die Beitragsanpassung, die in den letzten 23 Jahren mit einem 10-prozentigen Zuschlag eben vorgenommen worden sind, müssen entsprechend auch natürlich der gestiegenen Lebenserwartung angepasst werden. Auch das und das gestiegene Renteneintrittsalter. Also insoweit haben wir hier einen Reformbedarf. Wir werden den Antrag der Union vollumständlich von dich unterstützen. Und die PKV ist einer der wesentlichen Faktoren und der Säulen einer vernünftigen, auch für Sie, meine Damen und Herren, auf der Tribüne, für medizinischen Fortschritt, für eine gesunde und gute Gesundheitsvorsorge und Versorgung auch in den Städten und in den ländlichen Regionen. Insoweit vielen Dank für den guten Antrag. Wir werden den unterstützen. Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen hat das Wort Maria Kleinschmein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier im Hause. Zum Vorredner möchte ich nur sehr, sehr kurz sagen, wer alle Regeln zum Schutz, zum Verbraucherschutz und Versichertenschutz, die gesetzlich niedergelegt sind, schleifen will mit dem Argument des Bürokratieabbaus, der weiß nicht, worum es geht. Es geht hier um existenzielle Absicherung, und die muss sowohl für die private wie auch für die gesetzliche Versicherung und Absicherung gegeben sein. Insofern liegen Sie vollkommen neben dem, was notwendig ist, und schaden dem Interesse der Versicherten. Ansonsten zum vorliegenden Antrag. Er entspricht ja in großen Teilen eigentlich dem, was die Deutsche Aktuarsgesellschaft empfiehlt. Es entspricht dem, was die versicherten Unternehmen, die Versicherungsunternehmen fordern. Aber er greift ja doch sehr zu kurz. Herr Brodesser, Sie sind gut angefangen, weil Sie haben die Gründe dafür, warum es deutliche Steigerungen bei den Prämien in der PKV und bei den Beiträgen in der GKV gibt, die haben Sie deutlich benannt. Es ist der medizinische Fortschritt, ist die Alterung der Gesellschaft und es ist insgesamt die Kostensteigerung in diesem Bereich. Alles Faktoren, die für beide Systeme gelten. Und für beide Systeme sehen wir, dass es Handlungsbedarf gibt. Und zwar auf der Ebene, wie schaffen wir es, auf der einen Seite bezahlbare Prämien, bezahlbare Tarife zu haben, Beiträge, und wie schaffen wir gleichzeitig die Absicherung und Sicherstellung der Versorgung. Das sind die großen Herausforderungen. Und da muss man ganz klar sagen, 90% der Bevölkerung sind gesetzlich abgesichert, solidarisch, und zwar entlang der Höhe des Einkommens, prozentual, sehr gerecht und ausgewogen. Dann haben wir ca. 10% der Bevölkerung, die privat abgesichert sind. Davon die Hälfte wiederum Beamte und mit zusätzlicher Absicherung durch den Dienstgeber. Und wenn Sie da schauen, dann muss man sagen, wer sich dort so absichert, der hat Risiken. Der hat nämlich das Risiko, dass seine Tarife entlang von seinem Gesundheitszustand, von Vorerkrankungen und im Alter geht.
Und diese Konstruktion insgesamt ist eine, die ist auf Dauer ziemlich sicher nicht tragfähig, sondern wir müssen eine Form finden, wie wir gesellschaftliche Solidarität, aber auch Stabilität gewährleisten können. Und da ist aus unserer Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite einen Finanzausgleich zwischen beiden Systemen haben, dass wir also die sozialen Risiken, die es gibt, gemeinschaftlich und solidarisch lösen, ob jetzt in der privaten oder in der gesetzlichen. Wir bevorzugen da ein System, was man Bürgerversicherung nennen kann. Man kann es aber auch ein integriertes System nennen, wo der Finanzausgleich nicht nur die gesetzlich Versicherten umfasst, sondern auch die Gutverdienenden und die Beamten, die dann oder wie Abgeordnete, die da mit einzahlen. Das ist das eine. Damit würden wir finanziellen Spielraum schaffen. Damit würden wir Stabilität schaffen und wir würden auch gleiche Regeln für beide Systeme schaffen. Das ist im Übrigen schon bei der Pflegeversicherung der Fall, an der Stelle, wo es um die gleichen Leistungen geht. Das ist ein guter Prototyp dafür, wie wir das in Zukunft gestalten können. So, und dann kommen wir zu dem ganzen Bereich, was ist denn eigentlich die Herausforderung, die da zu stemmen ist. Es ist in der Tat nicht besonders schön, Beitragssprünge von mindestens 18% zu haben, manche sogar 30%. Das ist eine enorme Herausforderung. Wir haben gleichzeitig wenig Möglichkeiten für die private Krankenversicherung, Versorgung zu gestalten. Auch das wäre eine Zukunftsaufgabe, weil ja gerade der Kostenaufwuchs im Gesundheitswesen so hoch ist für beide Systeme. Und wir müssen dafür sorgen, dass die hohe Anzahl der älteren Versicherten tatsächlich im Alter abgesichert sind und nicht in eine Situation kommen, wo sie ihre Beiträge überhaupt nicht mehr stemmen können, weil ja im Alter das zur Verfügung stehende Einkommen sehr viel geringer wäre. Und wie können wir das erreichen? Wir schlagen da vor, den Finanzausgleich eben auszudehnen, damit wir das auf der einen Seite haben. Und zum anderen wollen wir das, was immer wieder betont wird im Nebeneinander zwischen PKV und GKV, Wahlfreiheit. Welche Wahlfreiheit hat denn der Privatversicherte? Er ist eigentlich gebunden an das Unternehmen, was er sehr früh im Leben vielleicht schon entschieden hat. Weil die Altersrückstellung kann ich nicht mitnehmen oder wenn nur marginal. Und da müssen wir besser werden, weil es ist auch unter dem Gesichtspunkt der Wahlfreiheit kein gutes Vorgehen, wenn ich das Unternehmen nicht mal wechseln kann. Wir sehen also, wir haben große Herausforderungen. Und ich glaube, da wird die nächste Wahlperiode deutliche Schritte bringen müssen, weil die Alterung der Gesellschaft fordert von uns, ein System zu entwickeln, das für alle tragfähig ist und wo alle für alle Risiken gemeinsam solidarisch einstehen. Und für die FDP-Fraktion hat das Wort Maximilian Motthorst. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Deutschen lieben es, sich zu versichern. Laut einer Erhebung von YouGov aus dem letzten Jahr, da wurden so Cluster eingeteilt und da galten 38% der deutschen Befragten als sogenannte risikoscheue Absicherer. Das ist der höchste Wert der Welt. Nirgendwo gibt es so viele sogenannte risikoscheue Absicherer wie in Deutschland. Der niedrigste Wert ist übrigens in der Schweiz. Dort sind es nur 22%. Ich weiß nicht, ob das Gesundheitssystem dadurch dort so viel schlechter ist. Aber nun müssen wir damit umgehen. Die Deutschen sind sehr gerne und häufig versichert. Und wir müssen schauen, was machen wir daraus. Wir haben ein duales System in Deutschland. Und als Freie Demokraten bekennen wir uns ganz klar zu einer starken privaten Krankenversicherung. Die private Krankenversicherung schafft einen Wettbewerb zwischen den Krankenkassensystemen, mehr Wahlfreiheit für Versicherte und trägt zur Anbietervielfalt bei. Davon profitieren wir letztlich alle. Und das ist übrigens keine reine Position, die die Freien Demokraten exklusiv haben, sondern ich habe neulich noch mal im Koalitionsvertrag nachgeschaut. Da steht auch, dass wir dieses System beibehalten werden. Und insofern freue ich mich, dass wir als Koalition gemeinsam dazu beitragen, dass das duale System gestärkt wird und wir keine Bürgerversicherung in Deutschland einführen. Darauf können sich die Bürgerinnen und Bürger verlassen. Insofern
Insofern begrüße ich, dass die Union hier einen fachlichen Antrag mit Reformideen vorgelegt hat, der als Zielsetzung insbesondere Verbesserungen für Privatversicherte in den Mittelpunkt stellt. Und die Anliegen, die Sie vorschlagen, sind durchaus diskutabel. So ist es nachvollziehbar, dass wir uns über handhabbare Beitragsanpassungen unterhalten, die Berücksichtigung des Kapitalmarktumfelds, adäquate Altersrückstellungen und Absicherungsmöglichkeiten von Versicherten. Wer sich das einschlägige Versicherungsvertragswerk anschaut, der wird feststellen, dass die private Krankenversicherung bereits heute umfassende Vorschriften befolgen muss. Und auch dabei muss man bedenken, wir sind ja auch sehr häufig dabei gewesen, übrigens nicht nur diese Koalition, sondern vor allem auch die davor, die gesetzlichen Versicherungen zu regulieren. Wir helfen dem teilweise auch guten Wettbewerb zwischen den Systemen nicht, indem wir die privaten Versicherungen immer weiter überregulieren. Und liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, was Sie so blumig Dynamisierung, Anpassung oder sonst was bei Beiträgen nennen, das muss man den Leuten auch ehrlich sagen, das würde am Ende zu Beitragserhöhungen und damit weniger Attraktivität der Versicherung führen. Würde die Ampel das andersherum so beschreiben, würden sie uns Lug und Trug schmähen. Und ich glaube, das muss man bei Ihrem Antrag auch klar benennen. Beitragserhöhungen sind kein Weg, um das System attraktiver zu machen und die Wahlfreiheit zu stärken. Neben den fachlichen Fragen im Einzelnen gibt es, wie gesagt, auch verschiedene Positionen zu den Krankenversicherungssystemen. Auch hier habe ich mich zum Koalitionsvertrag klar geäußert. Ich bin froh, dass das gilt. Wir brauchen dazu übrigens natürlich auch eine solide gesetzliche Krankenversicherung. Private Alternativen sind gut, aber nicht alle entscheiden sich dafür. Sogar die allerwenigsten sind in der privaten Versicherung. Deswegen müssen wir auch gesetzliche Versicherungen stärken. Das eine machen, das andere nicht lassen. Und Freiheit und Verantwortung gehören in diesen Bereichen zusammen. Wenn wir dann also darüber sprechen, dass wir die gesetzlichen Versicherungen insgesamt stärken, dann kann es kein Weg sein, egal ob das bei der Krankenversicherung, bei der Pflegeversicherung oder auch bei der Rentenversicherung ist, dass wir auf der einen Seite die Beiträge immer weiter erhöhen, um auf der anderen Seite den Menschen vorzugaukeln, dass alles so bleiben könne, wie es ist. Ich glaube, das ist keine ehrliche und vor allem auch keine nachhaltige Politik. Ich bin besonders froh, dass wir nun bei der privaten Altersvorsorge dazu noch ein Wort, das Lindner Depot auf den Weg bringen, um dort Stärkungen voranzubringen. Wir sorgen dafür, dass es attraktiver wird, privat vorzusorgen, dass auch in Aktien investiert werden kann und ETFs gefördert werden. Ja, das mag man lustig finden, aber dass wir in Deutschland ein großes Problem mit Finanzierung, mit Kapitalmarkt haben und dass der risikoaverse Deutsche auch ein Problem damit hat, Aktien und ETFs zu kaufen, auch weil wir ihm als Staat immer öfter erzählen, wie schlimm das alles sei, während wir uns darüber aufregen, vor allem die Linke, dass viele Menschen mit Aktien Millionengewinne erzielen. Das müssen wir dringend ändern in Deutschland. Und da kann man sich gerne drüber lustig machen. Aber einfach zu behaupten, dass alles so bleiben könne, wie es ist, in einem umlagefinanzierten System, wo wir älter, öfter auch länger krank und länger pflegebedürftig sind, das ist der eigentliche unehrliche Teil. Und deswegen finde ich dieses Lindner Depot ziemlich gut. Wir wollen den Weg der Eigenverantwortung stärken. Das gilt für die private Versicherung in allen Fällen. Und deswegen freue ich mich auf die Beratungen im Ausschuss, die wir konstruktiv begleiten werden. Vielen Dank für Ihren Antrag. Und für die Unionsfraktion hat Dr. Stefan Pilsinger das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn man mit vielen Privatversicherten spricht, dann erzählen die einem gerade in den letzten Jahren, wir haben ein massives Problem mit den Beitragssteigerungen und was viele überrascht, warum sind das auf einmal bis zu 20%? Die können sich nicht vorstellen, dass auf einen Schlag alle Leistungen so viel teurer geworden sind. Und sie vergessen aber, dass sie jahrelang teilweise keine Beitragserhöhung gehabt haben. Und dann fragt man sich ja, woran liegt das denn? Das liegt daran, dass der Auslösefaktor, Herr Mörth-Mordhorst, das ist das Problem, erst über 10% liegen muss. Erst dann, wenn das in einem Jahr der Fall ist, können die Beiträge erhöht werden. Das überwacht die Deutsche Aktuarsvereinigung. Es ist also nicht so, dass die Privatratenversicherung das einfach Pi mal Daumen erhöhen können, sondern das ist ganz streng reguliert. Und die Sache ist dann die, wenn es einmal drüber ist, über 10%, dann kann auf einen Schlag alle Kostenerhöhungen der Vorjahre auf einmal verrechnet werden, und das führt zu einer völligen Unplanbarkeit. Wenn die Privatversicherten wissen würden,
Jedes Jahr erhöht sich um 3-4% anhand der Inflation, dann wäre das planbar und wird nicht zu diesen Überraschungen führen. Deswegen ist es nur gerecht zu sagen und auch wirklich sinnvoll, wir müssen eine Flexibilisierung herbeiführen. Es kann doch nicht sein, dass die Privatversicherten, die teilweise auch nicht so viel Geld haben, von so hohen Beitragssteigerungen überrascht werden. Deswegen brauchen wir aus vernünftigen Gründen eine Dynamisierung mit einem niedrigeren Auslösefaktor. Und wenn man mit vielen Rentnern spricht, dann berichten die einem gerade, wenn sie dann in Rente sind und der Arbeitgeberanteil wegfällt oder sie halt nicht mehr so hohes Einkommen haben. Und viele dieser Privatversicherungsrentner sind jetzt nicht Leute, die einfach so viel Geld haben. Es wird ja teilweise von Seiten der FDP getan, das wären alle Porsche fahrende Zahnarztfrauen. So ist es nicht. Es gibt viele Kleingewerbetreibende und es gibt ja auch viele Künstler, die privatversichert sind, die nicht so viel Geld haben. Und die haben in der Rente ein Problem, dass sie auf einmal immer höhere Beitragssteigerungen haben. Und da müssen wir doch überlegen, wie können wir das reformieren mit technischen Lösungen, weil die Lebenserwartung hochgegangen ist und weil das Renteneintrittsalter hochgegangen ist. Deswegen geht es hier nicht um eine Förderung der Privatversicherung, sondern nur um vernünftige Maßnahmen, um auf die aktuellen Herausforderungen einzugehen. Und deswegen brauchen wir Lösungen für die Privatversicherten in der Rente. Es kann doch nicht sein, dass man sich früh, wie die Frau Kollegin Klein-Schmeink gesagt hat, für eine private Versicherung entscheidet und am Ende dann auf die ein Leben lang eingebunden ist und festgehalten wird von der, nur weil man seine Altersrückstellung nicht mitnehmen kann. Es ist ein Zeichen der Gerechtigkeit, dass man die Altersrückstellungen auch voll und ganz in eine andere Versicherung mitnehmen kann. Das wäre auch sinnvoll für den Wettbewerb. Und meine Damen und Herren, wenn man mit vielen Versicherten spricht, vor allem Menschen, die weniger Einkommen haben. Ich hatte ein Gespräch mit einem Privatversicherten. Er hat einen kleinen Kiosk gehabt, ein Kleingewerbetreibender, und er ist plötzlich an einem Herzinfarkt erkrankt und konnte auf einmal nicht mehr so viel arbeiten, ist in die Berufsunfähigkeitsrente gegangen und war dann gezwungen, in die Basisversicherung zu gehen. Man sagt, das ist der Sozialtarif für die Privatversicherten, aber das ist kein echter Sozialtarif. Und dieser Mensch ist dann schlechter gestellt gewesen, als wenn er in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, obwohl er trotzdem nicht mehr viel Geld hat. Deswegen, es ist doch ein Zeichen der Gerechtigkeit und auch völlig unvermittelbar, dass Menschen, die nach 2009 in die private Versicherung gegangen sind, nicht in den Standardtarif wechseln können. Deswegen, wir brauchen eine Überwechselmöglichkeit, so wie es vor 2009 möglich gewesen ist, für Privatversicherte, die weniger Geld haben, in den Standardtarif. Das ist auch ein Zeichen der sozialen Gerechtigkeit. Meine Damen und Herren, unser vorliegender Vorschlag, der ist ein Verbraucherschutzgesetz im Kern. Wir wollen die Verbraucher der privaten Versicherungen schützen. Wir wollen doch technische, sinnvolle Lösungen dazu beitragen, dass diese Versicherten die Möglichkeit haben, auch gut behandelt zu werden. Privatversicherte, die sind im Gesundheitssystem keine Bürger zweiter Klasse. Auch sie haben ein Anrecht darauf, ordentlich behandelt zu werden und mit ordentlichen Anpassungen am Versicherungssystem davon zu profitieren, wenn sich etwas ändert. Und deswegen, wir brauchen eine ordentliche Versorgung der Privatversicherten. Und ich freue mich deswegen auf die weiteren Beratungen, denn wir haben vernünftige Argumente, die dem Staat keinen Euro mehr kosten. Vielen Dank. Und für die Gruppe Die Linke hat das Wort Katrin Vogler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Zweiklassensystem von gesetzlicher und privater Krankenversicherung führt oft zu Ungerechtigkeiten und sozialen Haken. Ich bekomme viel Post von Privatversicherten, die in jungen Jahren mit niedrigen Prämien in die Privatversicherung gelockt wurden und im Alter oder bei sinkenden Einnahmen sie dann die Prämien nicht mehr zahlen können, weil die gestiegen sind und sich in einen schlechteren Tarif begeben müssen. Und es sind Beispiele wie zum Beispiel alte Menschen, Solo-Selbstständige oder auch geschiedene Frauen, die nicht mehr in die GKV wechseln können. Und jetzt tut die Union mit ihrem Antrag so, als würde sie sich für diese Menschen einsetzen. Tatsächlich aber könnten ihre Forderungen unmittelbar in den Konzernzentralen der Versicherungsunternehmen geschrieben worden sein. So wollen sie etwa, dass
Zinsrisiko der Versicherungen stärker auf die Versicherten verlagern. Wem nützt das wohl mehr? Für die umfassende Absicherung der gesundheitlichen Versorgung in diesem Land gibt es das Solidarprinzip der gesetzlichen Krankenkassen. Es bietet alle medizinisch notwendigen Leistungen zu Beiträgen, die sich am Einkommen orientieren. In der PKV zahlen alle entsprechend ihres persönlichen individuellen Risikos. Und das ist vor allem für junge, gut verdienende, gesunde Menschen billiger. Aber mit Solidarität hat das nichts zu tun. Die Linke will das Zweiklassensystem in der Krankenversicherung überwinden und die private Krankenvollversicherung abschaffen. Eine Kasse für alle würde die Beiträge der allermeisten Menschen senken. Zugleich wären Menschen, die sich von niedrigen Beiträgen in die PKV locken lassen, vor steigenden Versicherungsbeiträgen im Alter geschützt. Tarife, die bestimmte Erkrankungen nicht abdecken, gäbe es nicht mehr, sondern nur noch Zusatzversicherungen, etwa für Einzelzimmer oder Zahnersatz. Das wäre gut für alle. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, machen ist krasser als wollen. Und die letzte Rednerin in dieser Debatte ist für die SPD-Fraktion Tina Rudolph. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, falls Sie zu denjenigen gehören, um die heute gesprochen wird, nämlich zu den Privatversicherten, die sehr, sehr hohe Beiträge im Alter zahlen, weil sie vielleicht in jungen Jahren einen entsprechenden Tarif abgeschlossen haben und jetzt hoffen, dass der Antrag der Union sie entlasten würde, da muss ich Sie leider enttäuschen. Dieser Antrag entlastet Sie um keinen Deut, um keinen Cent. Sie zementieren damit aber, weil Sie den Eindruck erwecken, hier tun wir was für die Versicherten, zementieren Sie gleichzeitig ein Festhalten an einem System, nämlich am System, in dem die PKV die Rolle spielt, die sie heute spielt, das ungerecht ist, unfair und zu vielen Kollateralschäden führt. Warum ist es ein ungerechtes System? Ungerecht, und zumindest ist das meine, unsere Vorstellung von Gerechtigkeit, wenn es um eine Gesundheitsversicherung geht, dass starke Schultern das schultern, was für alle gezahlt werden muss, um für alle eine gute Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Dass diejenigen mit hohen Einkommen etwas mehr einzahlen und wir dafür allen Menschen eine gute Gesundheitsversorgung und ein gutes gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen. Und dass es total unfair ist, dass es nicht gerecht ist, dass gerade Gutverdienende, die meistens keine Vorerkrankungen und ein besseres Versichertenprofil haben, sich aus diesem System ausklinken können. Aber Sie müssen gar nicht meine Position von Gerechtigkeit teilen. Ich will noch mal argumentieren, warum es auch eine Frage der Fairness ist. Es ist nicht fair, dass wir diejenigen, die unter einer bestimmten Schwelle verdienen, mehr belasten proportional anhand ihres Einkommens, wenn sie in der GKV Versicherten sind, und diejenigen, die ein paar Euro mehr verdienen, sich privat versichern lassen und deswegen die eigentlich viel weniger zahlen müssen. Und das ist der größte Punkt, wenn es um Fairness geht, dass diese mehr von der Querfinanzierung, die angeblich von der PKV kommt, einfach nicht stimmt. Egal, wie oft Sie das hier sagen, es ist nicht richtig. Und deswegen möchte ich Ihnen drei Punkte aufzählen, warum das nicht stimmt. Aber ja, ich nehme die Frage tatsächlich dran, weil ich die Redezeit gerne habe. Frau Präsidentin, darf ich? Dann haben Sie schon Ihr Okay gegeben. Dann darf Herr Gottschalk jetzt gerne die Frage stellen. Ja, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage, Frau Kollegin. Ich möchte einfach nur, ob Sie das wissen, dass jemand in der PKV, wenn Sie jetzt dieses Märchen hier verbreiten, man würde mehr zahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wissen, dass man in der Familie, wenn der Mann oder die Frau nicht arbeitet, man drei Kinder hat, alle über einen Tarif bei dem Arbeitnehmer entsprechend oder der Arbeitnehmerin versichert sind. Sie wissen dann, glaube ich, auch, wenn man in der GKV ist, da zahlt man pro Kopf, das heißt der Mann. Die Frau, die Kinder werden entsprechend versichert. Und insoweit müssten Sie doch einräumen, dass es nicht stimmt, dass die gesetzliche Krankenversicherung zum einen teurer wäre. Und Sie nehmen doch auch zur Kenntnis, dass Sie einen zweistelligen Milliardenbetrag jedes Jahr in dieses System pumpen müssen, denn in die PKV nichts hineinfließt. Das ist Ihnen bekannt, hoffe ich.
Jetzt haben Sie das Beispiel der Familienversicherung genommen und ich weiß, die PKV, die trägt das immer gerne vor sich her. Ich nehme jetzt mal die gut verdienende Familie mit 5 Kindern. Warum soll die mit der Familienversicherung entlastet werden? Ehrlich gesagt, das finden wir trotzdem gut, dass es einen Familientarif gibt, dass in der GKV Kinder, auch Ehepartner, na, da kann man drüber streiten, aber dass Kinder mitversichert werden können, weil das eine Aufgabe ist, Kinder mitzuversichern, um ihnen auch eine gute Gesundheitsversorgung anheimfallen zu lassen. Aber die Zahlen sprechen einfach gegen sie. 3 Beispiele, warum diese mehr von der Querfinanzierung nicht funktioniert. Erstens, versicherungsfremde Leistungen. Ich hoffe zumindest den GesundheitspolitikerInnen bei Ihnen sagt das was. Das ist das, was eigentlich aus dem Steuertopf querfinanziert werden müsste für Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, wo ein pauschaler Betrag ja fällig wird, im Durchschnitt Kosten von ungefähr 200 Euro im Monat. Und dafür gibt es aber nur die Hälfte. Das heißt, wer trägt die zusätzlichen Kosten? Die verteilen sich im GKV-System. Das heißt, die gesetzlichen Versicherten tragen diese 9 Milliarden insgesamt, nicht die Versicherten, die in der PKV versichert sind, die eigentlich ein höheres Einkommen haben. Die zweite mehr von der angeblichen Querfinanzierung ist die, dass PKV-Versicherte, wenn sie dann nämlich im Alter diese hohen Beiträge zahlen müssen, und wir haben die Beispiele gehört, die sind teilweise herzzerreißend, was das für die Leute existenziell bedeutet. Gleichzeitig ist es so, darüber spricht komischerweise niemand, dass die PKV-Versicherten die Sozialhilfe bekommen, und ja, die gibt es auch, dafür mehr Zuschüsse bekommen. Das heißt, die PKV kriegt auch da mehr, als die gesetzliche Krankenversicherung bekommt, wenn sie diese Menschen versichert, die von Sozialhilfe im Alter abhängig sind. Und da frage ich mich, wo ist denn das gerecht, wenn das in das private System hier mehr Geld reinfließt, was eigentlich aus der Gemeinschaft der gesetzlich Versicherten hier quersubventioniert werden muss. Das ist einfach nicht richtig, wenn Sie behaupten, dass es diese Quersubventionierung aus der PKV in Richtung der GKV gibt. Und wenn es jetzt darum geht, ich weiß, dass zum Beispiel die Gesundheitsversorgenden auch Angst davor haben, wir müssen uns ja irgendwo treffen, wenn wir von einer Versicherung oder von einem Versicherungssystem, es wird ja auch immer durcheinander gewürfelt, reden, dass man sich dann bei den Vergütungshonoraren gut treffen muss und dass es dafür eine Lösung braucht. Aber es ist eben nicht so, dass die PKV wirklich dieses System quersubventioniert, sondern sie drückt sich um viele systemische Kosten. Das ist nämlich noch der Punkt 3. Da kann ich Ihnen sogar viele Einzelbeispiele aufzählen, warum das eben nicht so ist. Gut, passen Sie auf, wir machen den Deal, ich nehme das wieder in die Redezeit. Also vielen Dank, aber trotzdem noch der Punkt 3, warum diese Querfinanzierung eben so nicht funktioniert, weil komischerweise immer dann, wenn es um systemische Kosten geht im Gesundheitsbereich. Nehme ich das bei Organspende, nehme ich das Beispiel des Pflegebonus, als wir uns über den unterhalten haben, nehmen wir das Beispiel des Transformationsfonds, den wir gerade in der Krankenhausreform verhandeln. Da wäre es ja nett, wenn die PKV sich auch beteiligen würde, denn die Privatversicherten nutzen ja unsere Krankenhäuser komischerweise auch. Und da sagt die PKV aber nicht, na klar, und deswegen zahlen wir da anteilig auch mit, sondern wir mussten uns in der Krankenhausreform relativ viel was einfallen lassen, wie wir auch die Privatversicherten beteiligen, weil sie das eben nicht freiwillig machen. Und das ist genau das Problem, Herr Kollege oder auch die liebe Kolleginnen und Kollegen der Union, dass diese systemischen Kosten eben nicht übernommen werden, sondern die GKV-Versicherten, die immer schön klammheimlich übernehmen sollen. Und da gab es in der Vergangenheit Beispiele, da gibt es auch zukünftig immer wieder Beispiele. Und dann kommt nämlich genau diese Logik, dass man sagt, wenn die PKV auch diese Kosten angemessen übernehmen würde, dann führt das zu Beitragssteigerung. Und die Lösung ist jetzt bei der Union, es ist eine rein psychologische, wir wollen nicht, dass die Kosten auf einmal steigen, sondern wir splitten das auf ganz viele kleine Beitragssteigerungen, dann merken Sie das weniger. Das ist doch nicht die Lösung. Das führt dazu, dass diese Kollateralschäden, nämlich Menschen, die im Alter ihre Beiträge nicht zahlen können, weiter in dieser Situation bleiben. Und das ist schwer vermittelbar, dass jemand im Erwerbsleben vielleicht wenig gezahlt hat, aber in dem Moment, in dem dann im Alter man ja die eigene Erwerbssituation meistens irgendwann nicht mehr gut beeinflussen kann, trotzdem bei vielleicht einer Altersversicherung, dem, was ich mir angespart habe und vielleicht sage, ich kriege dann 1.500, 2.000 Euro im Monat, 1.000 Euro fast an Krankenversicherungsbeiträgen fällig werden. Das passiert nicht in der GKV. Da werden die Leute dann für sehr viel weniger versichert und sie haben vor allem eine Kontrolle über Beiträge, weil die sich prozentual am wirklichen Einkommen berechnen und nicht aus der Luft gegriffen eben immer weiter steigen, ohne dass ich das beeinflussen kann. Also insofern, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, wenn Sie wirklich auch wollen, dass wir alle diese Briefe nicht mehr bekommen, dass uns Menschen fragen, ist das so gemeint, dass ich jetzt nach einem Erwerbsleben mein Haus verkaufen muss, um meine Krankenversicherung zu bezahlen, dann machen Sie sich bitte mit uns auf, wirklich über diese systemischen Fragen zu reden und nicht durch solche Anträge so zu tun, als würden Sie für die Versicherten irgendwas verändern, weil Sie im Grunde eben nichts ändern. Und vielleicht noch der letzte Punkt, einfach weil das auch immer wieder gerade Thema ist. Es gibt ja so viele Mechanismen, gerade irgendwo anzurufen und sich dann im Ausland vielleicht mal kurz in der GKV anzurufen,
anstellen zu lassen. Da gibt es viele Tricks. Ich will gar nicht ins Detail gehen, das soll doch keiner nachmachen. Und dann lassen sich die Leute im Alter wieder in der gesetzlichen versichern. Dann im Alter, wenn sie wirklich krank sind und wenn wirklich für sie bezahlt werden muss. Und dann soll das wieder die GKV übernehmen. Also es ist einfach wirklich nicht fair. Es ist ungerecht. Es gibt so viele Beispiele, an denen dieses System nicht in Ordnung ist und an denen wir es ändern müssen. Das heißt, wenn Sie wirklich etwas ändern wollen, dann sind wir bereit, das zu tun. Ein paar Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Fraktion fordern ja mittlerweile auch sowas wie die Bürgerversicherung. Ich sage mal, wenn Sie wirklich Interesse daran haben, dass wir ein wirklich solidarisches Versicherungssystem bekommen in diesem Land, dann sind wir an Ihrer Seite, beziehungsweise dürfen Sie gerne an unseres stehen. Aber solange Sie das nicht wirklich wollen, Frau Kollegin bitte Rudolph, nicht bei aller Anträge. Geschwindigkeit kommen Sie zum Schluss. Dankeschön. Damit schließe ich die Aussprache interfraktionell mit Überweisung der Vorlage auf Drucksache 11.762 an die in der Tagesordnung offenen Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Sehe und höre ich nicht. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 6.